Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Guild Wars 2 Let's Jump. Heute zeige ich euch das Granat-, Saphir- und Smaragd-Refugium, denn die befinden sich alle auf dem alpinen Grenzland und unterscheiden sich eben nur bei dem Grenzland, auf dem sie liegen. Also egal ob blau, rot oder grün, sie liegen immer an der gleichen Stelle und zwar hier. Und es ist natürlich am einfachsten, wenn ihr dann hier von der Zitadelle auslauft, also wenn euer Grenzland das alpine Grenzland ist. Ihr lauft dann einfach aus der Zitadelle raus, lauft dann hier einmal quer über die Straße, folgt dann der Serpentine runter und seid dann schon am Eingang des Jumping Puzzles. Es gibt noch einen zweiten Eingang, der ist hier unten. Das ist völlig egal, welchen ihr nehmt. Okay, ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. So, und da wären wir hier am nördlichen Eingang des Jumping Puzzles. Im Jumping Puzzle selber geht ihr erst einmal folgendermaßen. Ihr folgt dem Gang hier hinein, geht dann bis zum Wasser, lauft dann einmal nach rechts oben über eisbedeckte Steine und landet auf dieser Zunge. Von hier aus habt ihr etwas tiefer gelegen zwei Plateaus. Das untere Plateau, also das südliche Plateau ist richtig, das nördliche ist falsch. Von dort aus kommt ihr nicht weiter. Von dort aus zeige ich euch gleich erstmal, wie es weitergeht. Ins Wasser hier unten müsst ihr auch noch rein, denn ihr werdet einmal über das Wasser hier zu dieser Kletterstelle wieder zurückkommen müssen. So, das jetzt rechts von euch gelegene Plateau seht ihr etwas besser als das links gelegene. Richtig ist es aber, zum linken herunterzuspringen. Es geht auch ohne Speed, aber mit Speed ist es tatsächlich ein bisschen sicherer. Wenn wir uns jetzt hier einmal nach rechts umwinden, dann sehen wir, dass es von dem Plateau nicht mehr aus weitergegangen wäre. So, und da liegt es vor euch, das Refugiums-Jumping-Puzzle. Wir müssen hier zwei Schlüsselteile suchen. Und um uns den Weg ein wenig zu erleichtern, suchen wir erstmal das untere Teil. Über solche Lianen hier könnt ihr gehen. Wir klettern erstmal jetzt hier an diesem fliegenden Felsen hoch. Da vorne befindet sich der Eingang zum Tresor und auch der Weg zum zweiten. Und um dorthin zu gelangen, müsst ihr dann einmal ins Wasser springen. Wir wollen jetzt hier aber erstmal rüber zu einem anderen fliegenden Stein, der von sehr viel Buschwerk und Felsen gehalten wird. Von hier aus mit Speed einfach rüber in den Busch und dann findet sich hier der Eingang in eine kleine Höhle. Auch hier heißt es wieder um den Stein herum. Und dann über diese fliegenden Felsnadeln rüber aufs Grün. Letztendlich müssen wir da unten auf diese Steine kommen. Mir fällt es allerdings manchmal recht schwer, von hier aus direkt darüber zu springen. Deswegen springe ich einfach direkt übers Grün. Ein bisschen ordentlich steuern, dann landet ihr hier auf diesem Stein. Wir müssen noch ein wenig weiter runterklettern. Und dann hinüber auf den nächsten grünen Stein. So, hier heißt es wieder nach oben klettern. Denn am Ende dieser Kletterstrecke findet ihr die erste Truhe mit dem unteren Schlüsselteil. Tatsächlich sind die Sprünge in diesem Jumping Puzzle eigentlich alle nicht schwierig.
Und da haben wir schon das erste, das untere Schlüsselteil. Weil es jetzt von hier aus nicht mehr zurückgeht, springen wir einfach übers Wasser. Und damit wir das eben nur ein einziges Mal machen müssen, haben wir zuerst das untere Schlüsselteil geholt. Das heißt, wieder hier hinauf. Bis zur Felsspitze gehen und dort mit Speed nach links unten springen. Der Anfang ist wieder gleich. Wir springen hier auf den großen Felsbrocken, gehen dann hier über die Liane und wenden uns dann aber nach links. Von hier unten direkt kann man nicht gut den Baum hinaufspringen, deswegen springe ich erstmal noch hier rüber. Auf das kleine verborgene Stückchen und dann kommen wir auch schon zum Tresor, den wir hinterher mit beiden Schlüsselteilen aufschließen wollen. Wenn man hier jetzt mit einem Schlüsselteil nur F drückt oder gar ohne Schlüsselteil, passiert nichts. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Es geht erstmal hier die Rampe leicht rauf. Und dann über diese sehr hübschen fliegenden Steine. Das wäre beinahe schief gegangen. So, da geht es nicht rauf, egal wie ihr geht. Ziel ist unterhalb dieses Loches, deswegen versuchen wir ganz vorsichtig, hier den Stein anzupeilen. Und gehen weiter über hängende Steine. Orientiert euch immer an den hängenden Steinen. So, und jetzt können wir in die Felswand. Müssen noch einmal über ein Lianenstück laufen. Ich empfehle euch da auch zu laufen. Ihr könnt hier ruhig abbiegen. Und findet hier das obere Schlüsselteil. Mit diesen beiden Schlüsselteilen, die ihr übrigens nicht doppelklicken müsst, um sie dann zusammenzusetzen, früher war das noch nicht so, könnt ihr jetzt den Tresor öffnen. Springt dafür einfach nur hier hinunter und da ihr zuerst das untere Schlüsselteil geholt habt, müsst ihr nicht noch einmal ins Wasser springen. Am Tresor F gedrückt und schon kommt ihr zu diesem unermesslichen Schatz. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide helfen und sehe euch bald wieder mit einem nächsten Guild Wars 2 Let's Jump.